habe 4 Mal bestellt, ne? Ich dachte, Dings, das ist ein Radbolzen, dachte ich. Ach so, hast du jetzt 4 Packungen davon? Ja. Schön, aber heute ist super Wetter, ne? Heute ist super Wetter zum Schrauben, oder was meinst du jetzt? Hallo. Was hast du denn da? Ich habe 1, 2 Pakete, nicht viel. Nur 1, 2? Ja. Oh. Nur 1, 2 hast du gesagt. Das sieht aber nicht nach 1, 2 aus. Ja. Haben wir den kleinsten Paket, lassen wir zum Schluss. Das kleinste kommt zum Schluss, okay. Ja. Du wolltest wohl sagen, es wird immer größer. Oh mein Gott. Jetzt mache ich aber eine Pause. Boah. Was hat der Fidi hier gemacht? Oh mein Gott. Die haben wir auch noch. Und die haben wir auch noch. Oh, das ist ja auch noch mal. Jetzt bin ich aus der Puste. Willkommen bei der Kfz-Tutzi. Schön, dass ihr eingeschaltet habt. Heute geht es wieder um meinen Audi A6. Der hat ja schon 400.000 runter. Und da habe ich mir gedacht, ich erneuere ein paar Sachen. Wir haben ja das Radlager schon gemacht. So sieht das Ding aus. Der war ja kaputt. Da hatten wir ja diesen Fehler gehabt. Also sehr, sehr interessant. Könnt ihr euch gerne anschauen. Wir machen natürlich alle Radlager neu. Jetzt stellt mal vor, wir sind jetzt irgendwo in Serbien, Kroatien, da geht es kaputt. Müsst ihr erstmal eine Werkstatt finden, müsst das Teil besorgen, müsst das da fertig machen und dann könnt ihr fahren. Und deswegen werde ich das einfach machen, weil ich es machen will. Die Bremsen vorne sind ja auch gut, die kommen auch neu. Wenn ich jetzt einen Kunden hätte, der fährt hier rum, dann würde ich sagen, ey, fahr. Wenn der kaputt geht, kommst rum, machen wir neu. Ich brauche irgendwas zum Schneiden. Vielen Dank an Febi, die haben mir natürlich ein paar Sachen gegeben und ich sage euch eins, das ist natürlich nicht alles. Ich zeige euch noch mal ein paar Sachen, was wir hier machen. Auch noch mal aufmachen. Ah, der ist schon auf. Wer war das denn hier? Ich weiß ja, was ich bestellt habe, deswegen habe ich es nicht aufgemacht. Da war jemand neugierig. Und ich habe euch gesagt, wenn ich ein Auto liebe, dann kriegt er natürlich besondere Liebe. Wenn der TSI so viel Liebe bekommt, was denkt ihr, was der Audi hier kriegen wird? Oh. Ne? Wir holen das einfach raus. Oh mein Gott, das ist so schwer. Was ist das? Das ist... Ja, stimmt. Das ist Getriebeöl von Febi. Aber ich glaube doch, ja, das ist der richtige. Ne? Ach, Getriebeöl. Das ist insgesamt 12 Liter. Der kriegt natürlich Getriebespülung. Das werden wir natürlich mit TEPCO machen. Ich zeige euch dann das billigste Profi-Getriebespülgerät. Wahnsinnsteil, weil wir werden natürlich reichlich spülen. Ganz, ganz wichtig. Und das ist auch Öl. 5W30. Natürlich kriegt er auch Ölwechsel. Und wir werden sogar in kurzen Abständen 2-mal das Öl wechseln. Ivo, war das 5W40 oder 0W40? 0W40, ne? Das habe ich ja bei meinem TSI gehabt. Der verbraucht gar nichts, das finde ich gut. So ähnlich wie eine Spülung werden wir das machen. So, Ivo, die kannst du bitte schon mal alles in den Regal reinmachen. Dankeschön. Das kannst du ja gleich hier wegnehmen, ne? So, jetzt kommen wir zum nächsten Paket. Bremskontakte. Bremskontakte, wusstet ihr, dass Febi das auch hat? Felgenschlösser. Ah. Ich habe 4 Mal bestellt, ne? Ich dachte, Dings, das ist ein Radbolzen, dachte ich. Ach so, hast du jetzt 4 Packungen davon? Ja. Einmal Bremsscheibe. Ne? Ist einzeln verpackt. Wird höchstwahrscheinlich der für vorne sein. Bei denen kann man sich ja auch nicht sicher sein. Ivo, hast du wieder das Messer genommen? Nein. Wir haben hinten 330 mm. Durchmesser und innenbelüftet. Die 300 PS müssen ja runtergebremst werden. Ne? Natürlich. Die habe ich jetzt mittlerweile auf meinem AMG. Bei den 4F haben wir den gehabt. Und ich bin ja in die Türkei damit gefahren, wieder zurück. Mittlerweile hat das Auto jetzt, ich glaube, knapp 20.000 schon gefahren. Und Bremsen sind immer noch top. Den habe ich ja jetzt bald in der Inspektion. Kann ich euch nur empfehlen. Sehr günstig und die sind von der Qualität sehr, sehr gut. Scheibenklötze vorne, hinten kommen neu. Vordere. Dann haben wir hier nochmal eine Kiste. Bremsschläuche kommen auch neu. Hier sind die Klötze für vorne. Das war's. Das ist schon Müll weggebracht, ne? Guck mal, siehst du? Baby, sorry. Ich dachte, das sind Radbolzen. Cool, Alter, heute sind neue Radbolzen. Jede Felge wird einen anderen Felgenschloss haben. Felgenschloss vorne links, Felgenschloss vorne rechts, Felgenschloss hinten rechts. Hier sind die Bremsscheiben für hinten. Wusst ihr, dass Febi auch das ist?
ein Luftmassenmesser macht. Hier ist die Bremsscheibe, das ist für die Hinterachse, steht auch, nee, das sagt für Vorderachse. Dann ist es der zweite für die. Ah, okay, da war der untere für die Hinterachse. Wahrscheinlich. Okay, jetzt haben wir das. Radlager kommen alle neu und die ganzen Sensoren. Alle Sensoren sind gleich, ne, bei denen. Aha. Alle Radlager sind gleich, alle Sensoren sind gleich. Nur natürlich links und rechts war. Ne? Und wenn wir schon bei Bremsen sind, die Ankerbleche für die Bremsen, Spritzschutzblech, wie man das auch nennt, vorne, hinten, kommen alle neu. Wasserpumpe, Klötze, dann haben wir hier für die Bremssattel neue Schrauben. Dann haben wir hier, das sind Axialgelenke. Ich habe nochmal Wasserpumpe geholt, nochmal Axialgelenke links und rechts. Na, alles neu. Auf jeden Fall riesen Dankeschön an Phoebe. Die Gelenke, kann ich ja sagen, vorne, hinten, kommen neu. Stoßdämpfer machen wir neu. Ja, motortechnisch werden wir vieles machen. Eins ist ja schon gemacht worden, aber da gehen wir später drauf ein. Drauf, diese Originalfelgen, die werden wir lassen. Ne? Stand jetzt werden wir die lassen. Ladeluftkühler wird sich auf jeden Fall ändern. Der ein oder andere Feature wird hier nochmal kommen, was ich unbedingt haben wollte. Sprich Keyless Go, werde ich nachrüsten. Das wird auch sehr interessant, habe ich auch noch nie gemacht. Leute, ich habe nichts gefunden, aber ich weiß ganz genau, dass man das früher, S6 hat jetzt zwei Rohre. Also wenn ihr mir da Tipps geben könnt, wäre ich echt froh, wo ich das herbekomme. Und dann hier, Logo kommt nochmal rein, in schwarz, ganz klar. Guido kommt, Robert kommt, bald. Schön, aber heute ist super Wetter, ne? Heute ist super Wetter zum Schrauben oder was meinst du jetzt? Ja, ich weiß nicht, für alles ist es schön heute. Es ist richtig, die Sonne wärmt wieder mal. Wer hat denn hier einen Kratzer reingemacht hier, Leute? Im März werden wir viel schrauben. Ja, hier zum Beispiel das AGR-Rohr oder AGR-Ventil hier reinkommt. Wie das Rohr hier aussehen wird, wie wird die Ansaugbrücke aussehen? Partikelfilter, wie sieht es von innen aus? Da war natürlich ein Experte dran, der das hier abgebrochen hat, ne? Ja. Ich mag doch solche Experten. So, hier ist alles noch drauf. Hier ist alles weg. Okay. Ach du Heilige. Was ist das denn? Das sehe ich jetzt zum ersten Mal. Also guck mal. Guck dir diese Klipse an. Audi. Audi-Zeichen. Natürlich nicht so original, ne? Aber der soll jetzt nicht so extrem rausgucken, oder? Ja, also da kann noch der ein oder andere mal reinschreiben, was für Spurplatten ich da nehmen kann. Natürlich, ganz klar, bei Quadro müssen die Spurplatten vorne und hinten gleich sein. Aha. Die könnten nicht hinten mehr und vorne weniger machen, ist wegen Quadro, so? Wegen Allrad. Weil sonst kommt der durcheinander. Okay. Da musst du aufpassen. Ende diesen Monats fahren wir weg. Mhm. Und danach Juli. Juli. Und wer weiß, vielleicht mache ich auch die dritte Reise damit. Aber wir haben ja gesehen, wir haben 286 PS, Aldusch. Mhm. Aber fast 700 Newton. Und ich schätze mal, der hat mehr PS. Warum, weshalb, wenn wir sehen, ist AGR zu, ist vielleicht Partikelfilter zu, nicht, ne? Ist die Ansaugbrücke zu, verkorkt, kann alles sein. Wenn wir das noch sauber machen, gucken wir uns die Ansaugtemperatur gucken wir uns an. Dann gucken wir, ach, das sind so viele geile Sachen. Ich freue mich auf jeden Fall. Ich freue mich, den hier auseinanderzubauen und ein neues Leben einzurauchen. So richtig schön mit vielen neuen Teilen. Und noch ein paar Feature, was natürlich denen noch gut stehen wird und dann... Sehr schön. Ja, wir haben heute wieder Kurs. Okay. Halbe Stunde. Wieder was zum Lachen sozusagen. Das ist so geil, ne? Ich würde euch das gerne zeigen, aber das werden wir machen. Wenn wir da hinfahren, dann werden wir nur noch diese Sprache sprechen. Und ihr wisst jetzt Bescheid, was diesen Monat los ist. Jetzt wird nur noch geschraubt. Oh, es kommen so viele interessante Videos, ich freue mich schon. So, danke schön fürs Zuschauen, bleibt gesund, wir sehen uns beim nächsten Mal. Kraft, du bist dann noch rein, ciao. Du kannst dich massieren lassen. Arrivederci. Aylos, grazie. Molto bene.